Neuer Monat. Neue Faith2Be-Box. Faith2Be gleich. Ihr sucht euch die Sachen aus, die ihr in der Box habt, was ich ziemlich genial finde. Und ich habe mir wieder Sachen rausgesucht, weil es gab ein paar Neuheiten. Und Neuheiten finde ich immer super. Also der Shop wird größer und größer. Das finde ich richtig toll. Und ja, mein Rabattcode schreibe ich euch natürlich auch in die Infobox, ist ja klar. Ich profitiere natürlich auch davon, ist ja klar. Aber ihr spart halt auch ein bisschen Geld. Ich finde, die Box ist sehr günstig und ich liebe es. Hier ist wieder von K.O. Tina dieses Testset drin. Und ich muss sagen, dieser Schokoaufstrich ist leider geil. Leider geil. Schwedische vor allen Dingen, Schweizer Schokolade. Köstlich, richtig, richtig gut. Genau, also eine richtig tolle Box, definitiv. Und ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Wir fangen an mit Macarons Are All You Need. Das ist ein Beauty-Schwämmchen für ein müheloses Auftragen und Ausblenden von Foundation und Co. Für alle Hauttypen geeignet von Fräulein B. Und ich finde, ich probiere ja total gerne diese Beauty-Schwämme aus. Und ich fand den einfach so süß. Und musste ihn bestellen. Ob das nun ein Ei ist oder ein Macaron, ist ja an sich auch völlig egal. Ich werde auf jeden Fall erzählen, wie ich den finde. Und das Coole bei der Box ist, ihr zahlt, ihr habt entweder die, es gibt zwei verschiedene Boxengrößen. Und die eine kostet 20 Euro, die andere 24 Euro, also 19,90 und 23,90. Und ihr könnt Produkte in jedem Warenwert reinpacken. Also wenn ihr euch überlegt, ich möchte von allen Produkten, die es da gibt, nur die teuersten 10 haben, ist natürlich der Warenwert deutlich überstiegen. Und ich finde es einfach cool, einfach auch um andere Sachen auszuprobieren. Wobei ich muss zugeben, diese Schätzchen hier, die hatte ich schon mal drin. Ich fand die so lecker, dass ich sie mir wieder bestellt habe. Ich habe im Moment wieder ein bisschen Appetit. Und da dachte ich mir, cool. Mit 36 Geschmacksrichtungen und ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe sie leider viel zu schnell aufgefressen, deswegen brauchte ich sie jetzt nochmal. Und die gibt es auch einfach nicht überall. Was haben wir denn hier noch? Genau, ich habe mir bestellt von Mia die Tampons mit Bio-Baumwolle. Ja, ich bin auch eine von denen, die Tampons benutzt. Ich habe noch nicht so Periodenunterwäsche gefunden, aber vielleicht kommt das ja noch. Und die sind besonders umweltfreundlich verpackt. Wo wollte ich das lesen? Verpackung, Folie und außen Aufreißband aus Polypropylen. Okay, vielleicht auch nicht. Das Tampon ist auf jeden Fall aus 100% Bio-Baumwolle. Und da wir Mädels ja nie genügend Tampons haben können, also können wir schon. Ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwie einen Vorrat von 10 Packungen zu Hause hatte, was auch immer mich... Ach genau, Angebot von OB. Die habe ich mir auf jeden Fall bestellt. Damit haben wir schon zwei Produkte. Dann... Den habe ich mir noch nicht ausgesucht. Cool. Dann habe ich mitgenommen von Foamy die feste Gesichtsreinigung. Tatsächlich nicht für mich, denn das finde ich halt auch schön. Ihr könnt auch eine Box zusammenstellen, sie einer Freundin schicken oder eurer Mama oder wem auch immer, eurem Papa. Und dem einfach eine Freude machen. Finde ich richtig cool. Und diese Gesichtsreinigung gefällt einer Freundin von mir sehr gut. Und deswegen habe ich mir überlegt, kaufe ich die einfach nochmal. Weil sie diese, also kaufe ich nicht, sondern suche ich mir aus. Milde Reinigung mit Aloe Vera für normale bis trockene Haut. Mit Aloe Vera und Mandelmilch für eine milde Reinigung und mehr Feuchtigkeit. Der pH-Wert ist perfekt an die Haut angepasst. Richtig cool. Und ja, darf ich das anfassen? Ich fasse es mal nicht an, aber es sieht tatsächlich genauso aus wie auf der Verpackung und sie mag die sehr gerne. Und als ich das letzte Mal bei ihr war, war es wirklich nur noch so ein kleines Ding, das sie da hatte. Dann habe ich mir aus... Habe ich mir den ausgesucht? Ich weiß bei manchen Sachen gar nicht, ist das jetzt ein Geschenk, das dabei war oder ist das einfach dabei gelegt worden? Ich habe von Lindessa Save the Bees natürliche Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs und Avocadoöl mitgenommen. Das war, glaube ich, eine Handcreme oder ist eine Handcreme, genau. Natürlich gepflegte Hände. Von Lindessa weiß ich aus der Vergangenheit nur Gutes. Genau. Und ja... Ich versuche gerade, mein nervöses Fingerknibbeln loszuwerden und eine gute Handcreme tut da so einiges für. Ich habe natürlich auch noch andere Handcremes hier, aber ja, die wollte ich trotzdem mal testen. Kann ich mal ja einfach mal ausprobieren, wie die so ist. Die ist nämlich auch nicht versiegelt. Und riecht auf jeden Fall schön neutral.
Wahrscheinlich kann ich gleich nichts mehr aufreißen, weil ich total glitschige Finger habe. Nein. Sie klebt nicht. Und sie macht nicht glitschig. Perfekt. Das ist schon mal ein guter erster Eindruck von der Nessa Save the Bees Naturhandcreme. Dann haben wir hier noch... Was haben wir denn hier? Achso, die habe ich mir ausgesucht. Eine Karte Goldstück. Ja. Ich wollte die haben. Ist tatsächlich so. Ich weiß nämlich schon, wer die kriegt. Und dann habe ich, das fand ich auch super spannend, einen Mac Cake Vanille. Ihr müsst ja nicht immer die teuersten Sachen nehmen, sondern könnt euch einfach die Sachen in den Wagen packen oder in den Karton, in die Box packen, welche euch interessieren. Hat mich mega interessiert. Mac Cake Vanille Heavenly. Also quasi ein Tassenkuchen mit Vanille. Ein Esslöffel Sonnenblumen, ach so mittelgroße Tasse mit Sonnenblumenöl bis oben hin einölen. Ein Esslöffel Sonnenblumenöl. Esslöffel Sonnenblumenöl, oh Gott, und 80 Milliliter Pflanzenmilch mit der Mug-Cake-Mischung einfach direkt in einer Tasse gut umrühren, ab in die Mikrowelle für 3 Minuten und dann abkühlen lassen. Richtig geil. Hat 10 Gramm Protein, aber fettarm ist was anderes mit einem Esslöffel Öl. Aber ist egal, ich werde es trotzdem probieren. Dann habe ich mir eine Duschbombe mit reingepackt von Walz 7. Rose für zweimal duschen. Sind hier 2 drin oder eine? Oder bricht man die auseinander? Ich weiß es nicht. Aber ja, die habe ich auch für jemanden anderen mitbestellt. Dann habe ich hier von Ravenhorst Kurkuma Drinks. Kurkuma und weißer Tee-Essenz. 3-mal. Ich liebe so ein Zeug. Richtig gut. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich es mir ausgedrückt habe, ob die mir das einfach da reingepackt haben. Zahnbürste, weil man die immer gebrauchen kann. Tatsächlich brauchte ich eine Zahnbürste und dachte mir, Mensch, nimmst du die doch mal mit. Dann hast du fürs nächste Mal ein Backup. Dann von Share, also nicht Share, wie heißen die noch? Institute? Karité? Ich glaube Institute, ich bin mir nicht sicher. Diesen Lippenpflegestift hatte ich schon mal, aber nicht aus der Box, sondern habe ich mir mal gekauft und war mal in irgendeiner anderen Box, kann ich euch nicht mehr sagen. Den fand ich so gut, den habe ich aber mal verloren. Und da sind 6% Shea Butter drin. Und das ist natürlich super pflegend für die Lippen, finde ich richtig geil. Deswegen habe ich mir den mitbestellt. Und dann haben wir hier noch einmal heißen Bio-Honig. Zum Heißgenießen in der Erkältungszeit. Ich glaube, den habe ich mir nicht ausgesucht. Das finde ich cool. Genau, das heißt, dieses ganze Paket hätte nur 19,90 € gekostet. Das finde ich jetzt echt nicht teuer für die Masse an Produkten. Ja, und deswegen kann ich immer noch wieder Werbung machen für Faith2Be. Richtig, richtig cool, weil ihr euch einfach die Sachen selber zusammenpacken könnt und die Chance auf Fails ist dann doch deutlich geringer. Sehr cool. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Rabattcode und so weiter ist für euch in der Infobox, schaut da gerne mal rein, stöbert da durch, testet es aus, es ist kein Abo dahinter. Ihr könnt die Box einfach bestellen. Finde ich cool. Bis dann, ciao.